Das gilt sowohl für die CDU der BRD als auch der Sachsen-CDU. Dem Ruf, Merkel muss weg, kann ich mich anschließen, wenn sie ihren Kurs nicht umgehend ändert. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, unsere Regierenden sind weiter weg vom Volk, als es die DDR-Führung jemals war. Die komplizierte Flüchtlingsentwicklung stellt uns vor schwierige Aufgaben. Aber ich fordere Verständnis dafür ein, dass es so nicht weitergehen kann. Unsere Gesellschaft ist noch nicht unbegrenzt belastbar. Kann man diese Vernunft nicht von unseren Regierenden erwarten? Wollen wir denn alle Armen dieser Welt aufnehmen, müssen wir erst alles Erreichte verlieren? Menschen, die unter Krieg und Vertreibung leiden, denen muss geholfen werden. Aber starke Einschränkungen muss es bei denen geben, die nur aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen. Brauchen wir einige Nachhilfeunterricht? Auf der Welt gibt es hunderte Millionen armer Menschen. Die ausgelöste Suchtwirkung muss umgehend beendet werden. Zu diesen Vorgängen unbegrenzt aufzunehmen, wurde das Volk nicht befragt. Sind wir noch eine Demokratie? Unmöglich ist es doch, dass Hunderttausende nicht registriert sind und weiterhin in dieser Form zu uns kommen. Was haben wir für einen Status erreicht? Viele Menschen haben Angst. Sie fragen, wie geht das weiter? Was wird aus unseren Kindern? So und ähnliche Fragen haben doch auch viele von euch. Denn dass Bürger auf die Straße gehen und bei den Kundgebungen nach Antworten suchen, werden sie meistens an den rechten Rand gedrückt. Von bestimmten, vor allem westlichen Politikern. Es wird nicht mit den Menschen gesprochen, sondern vor allem die Bürger in den östlichen Bundesländern werden beleidigt. Was ereignete sich in den letzten Monaten in Köln, Dortmund, Hamburg, Bremen, wenn rechte Horden und linksautonome Schlägertrupps gegen die Polizei vorgehen und Straßenzüge in Schutt und Asche gelegt werden? Welche Schlampereien zeigen sich in Duisburg, in Düsseldorf und beispielsweise in Berlin? Auch Politiker aus Sachsen beginnen die Menschen, die Kritik üben, als Rechte einzuordnen. Ist das nicht Nestbeschmutzung? Wenn bestimmte SPD-Politiker, Linke und Grüne dazu Stellung nehmen, dann wird nur gehetzt. Ich habe das Gefühl, sie kommen von einem anderen Stern. Auch in Stolberg gibt es solche Hetzer. Zur letzten Kundgebung am 27.11. hier auf dem Markt war Pfarrer Dorn anwesend. Am 3.12.2015 wurde von ihm ein Leserbrief in der Freien Presse veröffentlicht. Von Fremdenhass, Rassismus und Gewalt ist die Rede, was den ca. 3000 Kundgebungsteilnehmern zugeordnet wurde. Ist das nicht menschenfeindlich? Jetzt kommt die schönste Stelle in der ganzen Rede. Herr Dorn möge sich mit Leipzig befassen, wo anarchistische Zustände existieren und sollte nicht friedlich demonstrierende Menschen beleidigen. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass das Christentum mit seinem positiven Fundament von solch einem abwegigen Pfarrer, der heute in Leipzig an der Peterskirche tätig ist, nicht in Frage gestellt wird. Dafür mal einen Applaus! Kurzer Zwischenschritt von mir. Jürgen, ich bin gleich fertig. Er hat auch eine E-Mail geschrieben, mein Pfarrer Dorn hat viele Fragen gestellt. Er ist auf den Leserbrief eingegangen, hat gefragt, warum sind wir alles Nazis, Rassisten und Rechte hier gewesen, die auf der Demo waren. Sehr viele Fragen, auch andere. Es kommt eine Antwort von Pfarrer Dorn, da stand sinngemäß drin, Jürgen Klaus und Thomas Witte haben gesprochen, also musste er etwas machen. Keine Ahnung, was er gegen uns hat. Ein ganz besonderes Problem ist die Kriminalität in unserem Land. Ich distanziere mich von den üblen Taten, Asylheime anzubrennen. Insoweit wir noch ein funktionierender Rechtsstaat sind, muss dagegen mit aller Härte vorgegangen werden. Aber ich habe erhebliche Zweifel, dass unser Staat noch handlungsfähig ist. Es wird gestohlen, sogar am Tage eingebrochen, Autos brennen und werden geklaut, die Planen von LKWs ausgeschnitzt und vieles mehr. Diese brutalen Übergriffe kann man doch beinahe täglich in den Zeitungen lesen. Sie haben noch die Wertigkeit von Wasserstandsmeldungen. Welcher Politiker interessiert sich noch ernsthaft dafür, diesen Zustand zu beseitigen? Hier gibt es kein Vertrauen mehr zu unseren Politikern, diesen Zustand zu ändern. Da helfen auch keine Berichte mit Kriminalitätsstatistiken, die der Selbstbeweihräucherung von Verantwortlichen dienen. Das pfeifen doch die Vögel von den Dächern, dass die Kriminalität seit Jahren schreit. Unerträglich ist das geworden. Lächerlich waren doch die Aufarbeitungsversuche im Landtag NRW. Die zuständigen Politiker haben sich doch ein Armutszeugnis ausgestellt. Bei der Polizei wird in jeder Weise eingespart. Nach dem völlig misslungenen Einsatz wird sie verantwortlich gemacht. Wer ist der Dienstherr der Polizei? Wer hat das zu verantworten? Sind etwa Bürgerwehren der sichere Weg? Müssen wir uns alle eine Waffe zulegen? So kann es nicht weitergehen. Schließen Sie umgehend die Grenzen. Wir brauchen erst einmal Zeit, um das vorhandene Chaos durcheinander zu ordnen. Warten Sie nicht bis zum totalen Chaos. Liebe Mitbürger, zünden Sie nicht weiter, wenn Andersdenkende auf die Straße gehen. Es sind Menschen wie du und ich.
Sollten sich welche kriminell verhalten, dann müssen sie dafür zur Verantwortung gezogen werden. Unterlassen Sie alle Demonstranten als Rechte oder gar Nazis zu bezeichnen, damit produziert man rechte Einstellungen. Sie kennen doch, ist der Ruf erst mal einmal ruiniert, lebt es sich gut ungeniert. Schafft wieder Ordnung, Kriminelle haben bei uns, vor allem auch in Sachsen, Hochkonjunktur. Vielen Dank für das geduldige Zuhören, Lothar Singer. So, ich muss jetzt aufhören, ich kenne es noch, aber ne? Kurze Werbung noch, Dahlheim demonstriert bald wieder das erste Mal, und zwar am 6.2. in Dahlheim auf dem Rathausplatz. Super Veranstaltung, geht dort mal hin. Da ist übrigens dieses Schwimmbad, wo sie Spanplatten drüber geschraubt haben. Ein Schwimmbad, ja. Ich sag mal, wenn man das hier schaffen, das von der Merkel sarkastisch sieht, kann man auch die Hoffnung wegen des Unterbrunnen Wasser ist. Aber ich, danke, dass ich bei euch sprechen durfte. Auf, wenn er nach Hause geht, der Antifa twittert, dass Nazi-Schlägerhorten unterwegs sind. Ich will nicht, dass jemandem was passiert. Und wenn es wirklich Nazis sind, dann sind die mittlerweile 80 oder 90 Jahre alt. Macht euch nicht, die sind ganz alt. Danke, Steinmark, und wo ihr alle herkommt, Glück auf!